Hey Leute, ich bin es, euer Sadler 1007 zu einer neuen Folge Raid Mode hier auf dem Gummihalli-Talk-Netzserver auf meinem Kanal. Und wir werden auf jeden Fall Lützimo hier ein bisschen ab. What? Hä? Wie hat der? Ja, Rage Mode, das kennt ihr bestimmt ein paar von euch. Ist einfach simpel spielen, Bow mit Explosionen und so simpel. Und da hat man halt noch eine Axt, die ein One-Kill. Und dann noch ein Schwert, das auch ein One-Kill. Die Axt kann man halt werfen. Ich mache mal eine Sounds leider. Und ich habe jetzt auch mal über die Zukunft meines Kanals so nachgedacht und habe mir überlegt, ich habe jetzt einfach nichts in der letzten Zeit gebracht an Videos. Das soll sich ändern, Leute. Nämlich werde ich in nächster Zeit wieder öfter Videos bringen. Sorry schon mal dafür, dass in der letzten Zeit halt keine Videos kamen. Und dass das Jahresspecial auch nicht so gut bei euch ankam. Dafür kann ich ja jetzt nichts. Ich weiß nicht warum. Ihr gebt mir halt einen Hate, aber ihr schreibt halt nicht in die Kommentare, warum. Sowas verstehe ich halt nicht. Das kann ich einfach ganz simpel nicht verstehen. Leute, wenn ihr mir einen Hate gebt, ist alles okay, alles erlaubt. Ich finde es halt nicht geil, aber ich kann jetzt halt nichts machen. Aber ich verstehe nicht, warum ihr halt nicht in die Kommentare schreibt, warum ihr mir einen Hate gebt. Weil dann könnte ich die Sachen, die euch nicht auf meinem Kanal gefallen, verändern. Und das würde ich halt richtig nice von euch finden, wenn ihr mir da einen Kommentar schreibt, warum ihr diesen Kanal gehatet habt und dieses Video gehatet habt, und dann kann ich das halt verbessern. Sonst kann ich halt nie was ändern. Sonst wird sich auch nie was ändern, wenn ihr halt nichts reinschreibt. Es gibt so eine Leute, ein paar Leute, die was reinschreiben immer. Und so, aber nicht sehr viele. Ja, Leute, manche von euch fragen sich bestimmt auch, was ist mit Craft the City los? Craft the City war ein richtig geiles Projekt. Der Start war ja auch richtig nice und alles. Nur dann hat einer davon alle Leute auf seinen Server gezogen. Und der wollte die halt alle für sich behalten. Und das habe ich halt nicht so geil gefunden. Und habe dann entschlossen, wir starten den Server komplett neu. Neues Server, geiles neu. Alles neu. Jo. Alles neu. Alles besser und so. Und das habe ich jetzt auch gestartet. Und dazu wird es auch nochmal bald ein Video geben, denke ich. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich am Freitag mache. Ich bin jetzt auch mal Videos dann trotzdem zu dem Server kommen. Nämlich hat sich auf dem Server was getan. Sie haben nämlich ein paar Plugins auf meinen Server gefunden. Zum einen Bed Wars Plugin, was ich sehr liebe eigentlich. Wir haben auch schon ein paar eigene Maps gebaut. Ich glaube, 3 Maps sind es jetzt mittlerweile. Ich weiß nicht, wie viele noch hinzukommen werden. Wenn ihr Bock habt, bei meinem Server mitzumachen, gute Baukünste habt oder Vorschläge habt, schreibt sie doch einfach in die Kommentare, weil dann könnt ihr eure Vorschläge auch annehmen und könnte aus euren Vorschlägen zum Beispiel für euch einen geilen Server machen. Der Server wird natürlich auch irgendwann öffentlich zugänglich sein, aber erst, wir haben noch nicht mal die Lobby gebaut, wenn wir vielleicht eine Lobby gebaut haben, dann auf jeden Fall, aber jetzt für den Anfang denke ich mal noch nicht so. Because BOOM! Okay, wir werden gerade geraged hier. Und Leute, ich bin einem neuen Clan beigetreten, also von Bunfreaks, der Clan. Der ist so ein Kurs-Clan und ich bin ja so ein Kurs-Suchti. Wir spielen jetzt noch eine Runde Kurs auf jeden Fall. Okay. Ich würde sagen, wir sind vielleicht eine Runde Kurs. Es war gar nicht so leicht, in der Runde zu kommen, weil
Wir haben jetzt erst 13:31 Uhr aufgekommen, es sind nur 3000 Spieler online. Das war halt richtig dumm. Auf jeden Fall bin ich jetzt in dem Clan FACO, Faction Course heißt das. Der Clan gehört Bumtrix, Serax.de und Kindergarten Lenny. Oder Kinderarzt Lenny, ich weiß gar nicht, wir gucken gerade. Hier oben Kinderarzt Lenny. Und Sarex ist auch hier auf Platz 6 zu sehen. Wir geben mal seine Stats ein. Hier. Hä? Sarex, nicht S. So, Platz 6. Ja. Wir sind in dem Clan auch drin. Ich finde es einfach richtig nice, den Clan. Und die haben auch einen eigenen Test. Ich denke mal, dass wir auch ein paar Clan-Wars und so aufnehmen werden. Und dass ich auf jeden Fall auch mal ein paar Folgen mit Bantrix Kurs aufnehmen werde, weil ich bin jetzt nicht der Schlechteste, aber auch nicht der Beste hier im Kurs. Auf jeden Fall beherrsche ich eigentlich mittlerweile sehr gut Block MLG und Fast Richen und One Stack. Das braucht man halt hier für diesen Clan, wenn man überhaupt in den Clan kommt. Man kommt nämlich erst, wenn man unter den Top 500 ist, hier in diesen Clan rein. Ein Junge, Low Boy. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? Junge, gib mir doch halt Low Ground, Junge. Du bist doch so low. Die können halt nicht so ne Bo. So, wir haben auch immer Pro gespielt. Ich bin auf jeden Fall gerade Platz 386. Ich war schon mal besser, Leute. Ich weiß, es kam auch in einem Video, wie ich Kurs vorgestellt habe. Aber das war da halt so, dass ich da jetzt eine Woche nicht gespielt hatte. Und dadurch dies zustande kam. Leute, ihr wundert euch auch, was ist das für ein TikTok hier? Das ist das Kurs UHC. U-U-Core Texture Pack, weil ich es eigentlich richtig liebe und feier und so. Aber da kann ich auch noch mal eine kleine Vorstellung machen, wenn ihr wollt. Eine Texture Pack Vorstellung. Ich würde sagen, ab 5 Likes gibt es eine Texture Pack Vorstellung dazu. Unser eigenes Texture Pack wird natürlich auch noch vorgestellt von unserem Clan, das noch in Arbeit ist. Da kümmern sich ein paar Leute drum. Aber gerade haben wir noch das noch nicht. Es ist halt noch Arbeit. Komm, Junge. Jo, jetzt halt. Als ob die jetzt alle zu mir kommen. So ein verdammt Verweis. Wie vorhin sage ich es ja. Alle Low Boys spielen mit Bo. Ja, ich spiele jetzt auch gerade mit Bo. Ich merk's. Also bin ich selber low, ich weiß. In manchen Fällen bin ich wirklich low, aber eigentlich relativ gesehen bin ich Englisch ganz gut. Und bei diesem Clan Texture Pack feiere ich einfach so, dass da die Prozente sind, wie viel schon man abgebaut hat. Und wir werden auf jeden Fall auch in unserem Clan Texture Pack das so machen, dass man sehen kann, wie viel abgebaut wurde. Ab. 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. GGG, Leute. Der Faction Course bedankt sich für diese tolle Runde. Wird jetzt gar nicht hier stehen, aber ich habe Labing Mod gerade nicht drin. Und deswegen ist es nicht so. Leute, es werden jetzt auch mehr Kursfolgen wiederkommen. Das war jetzt schon von diesem Video. Das ist ein sehr kurzes Video. Rage Mode haben wir jetzt nicht so gerissen. Aber dafür Kurs natürlich immer wieder gerne. Und wenn ihr Bock habt, mit mir zu spielen, schreibt es mir in die Kommentare. Videos zu dem neuen Server werden folgen. Wir sehen uns bis dann. Ciao, Leute.